Wir haben heute einen Gast bei uns im Publikum, Kea Hinch vom BUND Bremen. Kea, wir haben hier ein Plastikplanschbecken mit Plastikflaschen aufgebaut. Was hältst du von der Idee? Ja, das ist ganz wunderbar. Wenn ich das angucke, dann denke ich, das ist ziemlich überflüssig. Ich habe meine Glasflasche und die fülle ich immer wieder auf. Ich bin der Meinung, so Plastikflaschen brauchen wir eigentlich gar nicht. Ja, der Meinung bin ich auch. Also ich finde das irgendwie eklig. Jo, also Kea, du hast ja eine Tour gemacht, habe ich gerade gehört. Und erzähl mal so ein bisschen, was hast du denn da so gemacht? Ich war 1,5 Monate unterwegs an der deutschen Küste und habe Aktionen zum Thema Meeresmüll gemacht. Also es ging hauptsächlich darum, die Bevölkerung aufzuklären zu dem Thema. Und das habe ich meistens so gemacht, dass ich Müllsammelaktionen gemacht habe und daraus kleine Kunstinszenierungen gemacht habe. Also ich bin als Müllmonster durch die Straße gehüpft in Lübeck und hatte so Zigarettenbeine, also ganz viele Zigarettenstummel an meine Beine geklebt und habe so versucht, Menschen aufmerksam zu machen. Und das werden wir uns mal angucken. Wollte ich jetzt auch nicht vermuten. Und das landet auch so oft am Strand. Das will man eigentlich auch noch irgendwie weitermachen. Ja. Nee, alles super. Wir können das gerne jetzt machen. Wie kommt man auf so eine Idee? 10. Also eigentlich bin ich da drauf gekommen, weil eine Freundin von mir war auf Rügen und war eben am Strand, an einem etwas abgelegenen Strand und meinte irgendwie, da wäre so viel Müll gewesen. Und ich meinte dann, dass es eigentlich so ein Problem ist, bei dem man so einfach ansetzen kann, weil jeder kann den Müll einfach aufheben, der liegt überall, man muss ihn ja nur hochheben. Also es ist sogar etwas, da kann jeder jeden Tag so einfach etwas machen und das würde ich irgendwie gerne verbreiten, diesen Gedanken, dass man durch die Stadt läuft und jeden Tag so seine 5 Stücke Müll einfach aufhebt. Also es ist halt unser Müll, es ist nicht, also man denkt immer, das hat ja jemand anders dahingeschmissen und das ist irgendwie eklig, den aufzuheben, aber es ist irgendwie viel ekliger, wenn er in der Umwelt liegen bleibt. Also, ja. Und Kea Kamp, also, sie ist ja bei uns Bundesfreiwillige. Das ja. Ist auch Bundesfreiwillige. Wie viele waren das jetzt? 587. Mama,
Kea, 587 Zigarettenstummel waren es, glaube ich, richtig? Wie lange hat es gedauert, bis ihr die zusammen hattet? Dafür waren wir so 2 Stunden unterwegs und wir waren so 7 Leute vielleicht. Ja. Das ging ja schnell. Wie bist du auf die Idee gekommen, diese Tour zu machen? Ja, das habe ich ja eben gerade schon berichtet. Eine Freundin von mir, die war auf Rügen und hat mir erzählt, wie viel Müll sie am Strand gefunden hat und dass sie dann auch einfach den Müll aufgesammelt hat, als sie eben eigentlich Urlaub machen wollte. Und dadurch ist mir selber die Idee gekommen, dass wenn ich einfach die ganze Küste abfahre und überall Müll sammle und den Leuten das zeige, dass ich ja vielleicht helfen könnte, dieses Problem etwas zu beseitigen. Das wäre der Grundgedanke. Sag mal, Kea, ich habe Müll gesehen, der so hang und dann bist du so da durchgefahren mit dem Fahrrad. Mhm. Was war das eigentlich genau? Ja, das war der Müllvorhang, den ich gebastelt habe vor der Tour. Da hängt ganz unterschiedlicher Müll dran. Ob es jetzt der überflüssige Haushaltsmüll ist, also ganz viel Verpackungsmüll von Lebensmitteln etc. oder ob es echter Meeresmüll war, also Meeresmüll, den ich vorher auf Föhr gesammelt habe, der angespült wurde. Da hängen aber auch unendlich viele Zigarettenstummel dran. Also ich habe vorher, ich weiß nicht, mit so einer Nähnadel sicherlich 5 Stunden lang Zigaretten aufgefädelt und die da runterhängen lassen. Ja. Jo. Sag mal, hat deine Aktion irgendwas mit dem Verhalten der Bewohner dort geändert irgendwie? Ja, definitiv. Also ich habe ziemlich viele Menschen erreicht, nicht unbedingt immer nur die Menschen vor Ort. Ich habe zum Beispiel die Rückmeldung von einem Apotheker bekommen. Der hat mir geschrieben, dass er aufgrund meines Blogs, also ich habe auf einem Blog über meine Tour berichtet, alle Produkte mit Mikroplastik aus seiner Apotheke entfernen wird. Das war somit der größte Erfolg oder die größte Rückmeldung, die ich selber so bekommen habe. Aber ich hatte auch Menschen, die am Strand dann einfach mit mir mitgelaufen sind und angefangen haben, den Müll aufzuheben und viele Menschen, die Taschenaschenbecher für Zigarettenstummel angenommen haben. Es sind immer so Kleinigkeiten, aber Kleinigkeiten summieren sich und nur dadurch bewegt man was.